Hey zusammen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Beyond Two Souls. Schon wie wir sehen, sind wir gerade obdachlos, sind in einer eisig kalten Winternacht unterwegs. Ich denke mal, das spielt jetzt wohl nach der Zeit, nachdem wir geflüchtet sind, hinter der Polizei. Puh, schauen wir mal, was uns hier erwartet. Auf jeden Fall schneit es hier richtig viel. Und wir sehen alles andere als gesund aus. Ich denke mal. Oh, guckt euch das an. Ist ja voll fettig. Bestimmt tagelang nichts gegessen, getrunken. Oh Mann, oh Mann. Naja, zum Glück haben wir nur einen, aber was hilft uns das jetzt nicht weiter, ne? Oh, ein Telefon. Nathan? Jody, wo bist du denn? Die Monster. Die sind überall. Großer Gott, Jody, was ist mit dir? Ich bin müde. Ich bin so fertig. Ich glaube, ich schaff's nicht mehr. Sag mir doch, wo du bist. Ich komme. Ich komme jetzt sofort, Jody. Jody! Ich denke mal, sie hat Angst zurückzukommen, weil die Polizei sie auch gejagt hat. Wer weiß, was indirekt die alle von ihr wollen, ne? Nathan ist zwar da, um uns zu beschützen, unser, sagen wir mal in Klammern, Ziehvater, aber man weiß ja nicht wirklich, was die Wirtschaft das alles so von einem will, ne? Wenn es dann rauskommt, oh, hier, junge Dame mit Fähigkeiten alles, ne? Das kann auch nach hinten losgehen. Oh, jetzt brechen wir zusammen. Oh, nee. Ich glaube, wir holen mal schnell Hilfe. Kumpel, guck nicht. Bürgersteig, hallo. Hallo, guck mal auf den Bürgersteig. Ah, ist der Begriff stutzig. Eine blöde Tonne los. Hey, wer ist da? Ich muss mir das einbilden. Na, endlich. Scheint, als möchte er uns helfen. Jody, nein! Komm schon. Ich hab schon gedacht, du wirst nie mehr aufwachen. Wo bin ich? Das ist mein Apartment. Nicht so luxuriös, aber es reicht. Ich hab dich gefunden vor ein paar Tagen. Du warst ziemlich hinüber. Du hast dich um mich gekümmert? Komm schon, ist Ehrensache. Du konntest da nicht bleiben. Eingehen wie ein Hund auf der Straße. Ich bin Stan. Wie heißt du? Jody. Willkommen im Land der Lebenden, Jody. Es ist schön, mal wieder Gesellschaft zu haben.
Etwas Kaffee? Ach, wie süß der ist. Stark. Schmeckt echt scheiße, aber ist gut gegen die Kälte. Ach, super, danke schön. Vorsicht, heiß. Wie lange bist du schon auf der Straße? Puh. Ein paar Wochen. So ungefähr. Bei mir sind sie jetzt schon 3 Jahre. Hui. Ich dachte schon so oft, dass ich verrecken werde. Oder komplett ab, ey. Aber man gewöhnt sich wohl an alles. Sogar, dass man nichts hat. Auf der Flucht. Eltern? Durchgeknallter Freund? Sowas? Nein, nichts in der Art. Stress mit den Bullen, ne? Naja, das ist auch echt nicht mein Bier. Solange du keinen umgebracht hast, passt es schon. Kannst du irgendwo hin? Familie? Freunde oder sonst irgendjemand? Nein. Ja, da gibt es schon jemanden, aber ich will ihn nicht sehen. Jedenfalls nicht so. Wenn du willst, dann bleib. Ich hab nicht viel, aber wir können gerne alles teilen. Netter Kerl. Sowieso, die Menschen, die immer am wenigsten haben, sind immer am freundlichsten, ne? Die geben lieber. Ah, wie mir scheint, ist er doch nicht so alleine. Ah, ein Junkie. Okay, ich möchte jetzt nicht dabei stören. Grüß dich. Mädel, du bist zurück von den Toten? Halleluja, preise den Herrn. Willkommen in unserem magischen Königreich, my lady. Willst du quatschen? Er mag nicht reden. Hi. Oh. Hi. Eine Schwangere. Es ist sowieso immer traurig. Es gibt eigentlich genug für alle und dass es immer noch solche Zustände gibt. Finde ich echt kacke. Puh, was haben wir denn mit dem Messer? Na, 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 na. So einen Schwachsinn machen wir aber hier erst recht nicht. Mal gucken. Ein Highway. Springen? Nee. Und hier ganz schöne Selbstmordgedanken aktuell. Ja, wir haben nichts mehr zu essen. Ich muss jetzt was besorgen.
Willst du, sehen, wie es bei uns so läuft? Na, dann gucken wir doch mal, ob wir ein bisschen Geld auftreiben können. Wir brauchen etwa $5, das reicht für was Warmes. Wir versuchen es hier. Ich hoffe, die Kälte macht die Leute großzügiger. Okay, gucken wir mal. Mir ist so kalt. Ja. Was soll da großartig zu sagen, ne? Jammern bringt uns auch nichts. Wir stehen mal auf. Hey Stan, ich glaube, das macht wenig Sinn. Wir sitzen beide am selben Platz. Ja. Ich versuch's mal da drüben. Viel Glück dann. Bis gleich. Okay, mit dem Herrn können wir nicht interagieren. So, haben wir die aufgewärmt. Burger klingt gut. Oder doch Pizza? Ist nur Futter. Das ist so hart. Ich hab gesagt, wenn's ihm nicht passt, soll er gehen. Und dann? Dann war Ruhe. Geschieht ihm recht. Was Nettes. Schon traurig. Da merkt man mal wieder, wie gut wir es doch eigentlich haben, ne? Das ist klasse. Hier. Vielen Dank. Na ja, haben wir ja schon mal ein bisschen was. Ich glaube, das war $1, ne? Ich dachte erst, er wollte uns verspotten, aber das war dann doch eher höflicher. So, gehen wir mal auf einer Straßenseite gucken. Komm mal rüber. Hey, Baby. Willst du ein paar Dollar extra verdienen? Vielleicht habe ich da was. Nee, lass mal. Du Schmierfinger, weißt, was du willst. Finden wir hier vielleicht irgendwas? Mülltonnen können wir nicht umschubsen, hm? Ach! Wir haben einen neuen Bonus freigeschaltet, ne? Im hintersten Eckchen versteckt.
leichtes Geld, Schätzchen. Allein für deine wunderschönen Lippen. Mhm. Und danach spreche ich mal mit vollem Mund, ne? Du Ekel, ey. Ich habe Hunger. Hätten Sie vielleicht irgendwas für mich? Betteln? Nicht bei mir hier. Bitte. Bitte, es ist so kalt. Und ich... Mach dich vom Acker, Herzchen, sonst rufe ich gleich die Cops. Och, Menno. War ein Versuch wert. Hm? Hm. Nein. Klauen tun wir auch nicht. Wie kommt man denn noch an ein paar Euros? Beziehungsweise ein paar Dollar. Seit wann ist die Stadt so ein Ghetto? Hey, das ist doch nichts Neues. Die Wirtschaft läuft eben nicht. Manche machen halt schwere Zeiten durch. Ja, echt wahr. Tja. In den Supermarkt können wir nicht rein, Security steht da. Was sagt denn Aiden? Hm. Viel zum Interagieren haben wir da ja nicht. Können wir hier rein? Sorry. Hm. Na gut, hier rentiert sich gar nichts. Gibt aber auch null Möglichkeiten irgendwie, ne? Oder übersehe ich da irgendwie was? Ja, einen Dollar haben wir ja schon mal. Der sitzt da noch ganz eisern. Hm. Park your car hier. Ich habe ja nicht mal eins. Ich muss sagen, wenig los hier, ne? Ist ja schon verlockend, wenn man hier die Münzen nimmt, aber ich möchte nicht klauen. Ich möchte doch schon irgendwie ehrlich schaffen. Oh, hier fahren dann doch Autos. Ach, Mann. Ich hole da mal flink rüber. Was können wir denn noch machen? Hallo, hallo? Telefonzelle. Ach, das ist keine Telefonzelle. Das ist ein EC-Automat. Wir können das nicht machen, Aiden. Ich bin kein Dieb. Der Nächste freut sich. Naja, kann man ihn bringen, ne? Hm. Gehen wir mal rüber zu den Herren.
Cool, eine Gitarre. Dürfen wir spielen? Anscheinend nicht. Schade. Es wird schon dunkel. Wir müssen jetzt zu Stan. Okay. Wie läuft's denn? Nicht gut. Du? Das wird nicht viel bringen. Okay, nicht schlimm. Du bleibst hier, ich schau mal, was ich auftreibe, okay? Na nun, der Security-Mann ist ja nicht mehr da. Ging natürlich schnell rum, die Zeit, ne? Konnten gar nicht viel probieren. Seid ihr voll Arschlöcher? Hey! Guck ab, dann passiert euch nichts. Schaut mal hier. Der alte Opa hat eine kleine Freundin. Das laufen wir. Los, demonstrieren wir ihm, was wir mit kranken, verschissenen Mist tun. Noch Fragen? Hoppala. Kannst du knicken, Kollege. Zack. Na? Alles aufgenommen? Das Miststück ist krank. Wir sehen uns später, Miststück. Verdammt, ich hau ab. Ja? Verzieht euch. Wie hast du das gemacht? Ich war eine Zeit in der Army. Ja, aber da waren vier von ihnen. Du warst allein. Vier Arschlöcher. Die wissen nicht, wie man kämpft. Los, raus hier, bevor sie wiederkommen. Okay. Okay, Leute, kommt zum Essen. Hab ich's mir noch gedacht. Wenn ich mal wüsste, was das für ein Bonus ist. Naja, gehen wir mal was futtern. Komm, nimm dir was, Jody. Ich hoffe, du magst Thunfisch. Was anderes gibt's nicht. Ach, so ganz gut. Was ist dir passiert, Stan? Es gab einen Kampf. Ohne Jody würde ich immer noch da liegen. Ihr hättet sehen sollen. Das waren vier Kerle. Jody kämpft wie ein echtes Ass.
Wann kommt denn dein Baby? Nächsten Monat. Sie tritt schon seit Tagen nicht. Ich hoffe, es geht ihr gut. Ihr Freund hat sie oft verprügelt. Er wollte kein Baby. Vermutlich hätte sie umgebracht. So ein Sack. Walter, wie bist du hier gelandet? Ich war mal Highschool-Lehrer. Und irgendwann da konnte ich mir die Rat nicht mehr leisten. Ich verlor mein Haus, den Job, alle Freunde. Tja, und hier war dann Endstation. Traurig. Jimmy? Ist alles okay? Mir ist kalt. Mir ist so verflucht kalt. Drogen. Tuesday. Wo hast du den Namen her? An dem Tag bin ich weg daheim. Der erste Tag in Freiheit. Was ist mit dir, Jody? Du erzählst nicht viel von dir selbst. Wie bist du auf der Straße gelandet? Ich habe Sachen gemacht, die schlimm sind. Bis mir klar war, dass man mich benutzt. Ich weiß, das klingt jetzt wirklich seltsam. Aber ich kann Dinge. Das macht mein Leben völlig kaputt. Du sagst, du kannst Dinge, Joey. Inwiefern? Schon seit meiner Geburt ist in meinem Leben diese Existenz. Sein Name ist Aiden und er ist immer bei mir. Er ist doch jetzt hier. Die denken bestimmt, wir sind bekloppt. Scheint, als wäre Jimmy nicht der Einzige mit einem Drogenproblem. Tuesday. Willst du wissen, wie es dem Baby geht? Gib mir deine Hände. Na? Keine Angst ums Baby. Alles ist okay. Woher weißt du das? Ich weiß es. Ich sehe sie. Kann ich jedem jetzt helfen? Das wäre ja cool. Na? Oh mein Gott. Einen kann ja heilen. Der Schmerz ist weg. Wie hast du das geschafft? Gern geschehen. Kann ich mit dir interagieren? Nee. Was machst du? Vertrau mir. Okay.
Oh, das ist aber ein bisschen knifflig. So. Jody, alles klar? Stan, mein Lieber. Oh, Jody, lass das, das ist furchtbar. Es ist lange her, Stan. 4 lange Jahre. Nancy. Nancy. Das bist nicht du. Ich bin es wirklich, mein Lieber. Ich war niemals weg. Ich bin an deiner Seite und das für immer. Oh mein Gott. Bricht mir das Herz, du scheinst so verloren, so gebrochen. Es ist hart, Nancy. So hart. Ich bin nichts mehr ohne dich, meine Liebe. Vollkommen leer. Dein Leben ist noch nicht vorbei, Stan. Nichts wird jemals ändern, was wir zwei hatten. Aber du musst jetzt endlich weiterleben. Arbeite wieder, verliebe dich, sei bitte wieder glücklich. Für mich, Stan. Tu es für mich. Ach, ich vermisse dich. Oh Gott, ich vermisse dich so. Oh wei, oh wei, oh wei. So viele traurige Schicksale. Ein Wunder. Ein gottverdammtes Wunder. Oder auch ein Fluch. Danke. Zeit zu schlafen. Ich glaube, das Baby kommt. Und wie wir das bewerkstelligen, wie wir das hinbekommen, ob wir das hier machen oder woanders, erfahrt ihr in der nächsten Folge. Also dranbleiben und abonnieren.